Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema Silberunternehmen mit den höchstgradigen Silbergehalten, 5000 Gramm pro Tonne in Nordamerika im Yukon-Gebiet bricht aus. Disclaimer. Ja, hier sehen Sie nochmal den aktuellen Ausbruch, der gerade stattgefunden hat, von 20 Cent jetzt auf 35 Cent. Sie sehen von dem mittelfristigen Chart, woher die Aktie kommt, und Sie sehen auch, wie sich diese Aktie seit, das war hier diese Corona-Krise, und von dort aus hatten wir ja eine Goldaktien-Rallye, hat sich die Aktie jetzt im Prinzip von damals fast verzehnfacht. Die ist jetzt im Grunde genommen auf einem höheren Niveau. Die 20 Cent, jetzt eben 35 Cent, und die Aktie kann ganz schnell bei höheren Gold- und Silberpreisen, aber die müssen nicht viel steigen, bei 1 Dollar sein. Und wenn dann Gold sich über 2000 etabliert, Richtung 3000 wandert, oder Silber eben Richtung 30, 40, 50, whatever, kann das ein sehr großer Gewinner sein. Ist schnell auf 1 Dollar gestiegen. Und wie gesagt, wenn der Markt weiter aufheizt, auch in den Mehrdollar-Bereich gehen, 2, 3, 4, 5, oder ganz in der Spitze ist vielleicht auch irgendein Wert zwischen 5 und 10 Dollar möglich. Also interessante Bewegungen finden aktuell statt. Jetzt schauen wir uns das Unternehmen noch mal ein bisschen an. Erstmal, wo es generell liegt, das ist ein bisschen undeutlich, aber das ist hier der Keno Silver District im Yukon-Gebiet in Kanada. Sag ich mal, in der Mitte mehr oder weniger. Also, das sind 166 Quadratkilometer. Große Keno-Silbergebiet ist die zweitgrößte Landposition im historischen, äußerst hochgradigen Keno-Silberdistrikt im kanadischen Yukon-Territorium. Hecla Mining Company hat Alexco Resources, die im wesentlichen Teil von Keno Hill, einer der hochwertigsten primären Silberminen der Welt betreibt, übernommen. Hecla ist der größte Silberproduzent in den Vereinigten Staaten und der drittgrößte der Welt. Der östliche Teil des Keno Hills Projekt, der sich im Besitz des Unternehmens befindet, hat 8 historische Minen, darunter 5 mit einer durchschnittlichen Metallgehalt von über 5000 Gramm pro Tonne Silber. Bohrungen haben das Vorhandensein von hochgradigen weiteren Silberadern sowie neu entdeckten Silbermineralisierung in großen Tonnagen bestätigt. Es ist eine gute Infrastruktur vorhanden mit verfügbarer Netzstromversorgung. Ja, also die Highlight-Superlativ ist natürlich, es liegt in einem guten Rechtsgebiet, im Yukon eben, und es hat eben extremst hochgradiges Silber in Nordamerika. Gerade angesichts der vielen Unruhen in Südamerika oder auch der potenziell immer schwieriger werdenden Silberabbau in Mexiko etc., sind möglicherweise solche Unternehmen, gerade mit hochgradigem Silber in Nordamerika, wirklich die erste Wahl, gerade wenn es jetzt zu einer Silberrallye kommen kann. Die Investoren könnten sich veranlasst sehen, weil sie natürlich ihr Geld, wenn möglich, sicher unterbringen wollen, gerade solche Unternehmen zu kaufen. Und möglicherweise war eben gerade das, dieser Anstieg, kam vielleicht von einem dieser Investoren, die jetzt hier reingehen. Also ich würde wirklich vermuten, diese Aktie ist schnell bei 1 Dollar. Und wenn die Mania dann richtig hoch geht, in den Mehrdollar-Bereich, meiner Meinung nach sehr interessantes Unternehmen, sollte man sich auf alle Fälle angucken. Ist wie gesagt immer keine Kaufempfehlung, aber das Risiko ist bei dieser Art von Unternehmen groß, aber auf alle Fälle eine durchaus interessante Unternehmen, das man sich mal anschauen sollte. Ja, hier sehen Sie, was in den 1970er Jahren mit derartigen Firmen passiert ist. Viele andere Firmen waren das sicherlich nicht. Dieses Unternehmen, was wir gerade besprochen haben, hat Superlativen. Und hier sehen Sie es ja selbst. Da sind dann Aktien teilweise von 20 Cent sogar auf 40 Dollar gestiegen. Und wir hoffen natürlich in einer wirklichen Silbermania, dass in solche Aktien in der Spitze irgendwo 5 bis 10
steigen könnte. Wer weiß, vielleicht geht es nicht so hoch, vielleicht geht es sogar höher. Das kann man nicht sagen. Damals hat es eben diese Art von Aktienrallye gegeben. Die anderen Beispiele, Silver Stock Mines von 10 Cent auf 36 Dollar, also aus 1000 Dollar hätte man 360.000 Dollar machen können. NRD Mining 5 Cent auf 19,1, auf 1000 Dollar wurden sage und schreibe 380.000 Dollar. Dass man genau solche Aktien trifft, damit darf man nicht rechnen, aber man muss eben versuchen, sich solchen anzunähern. Und man muss im Grunde genommen dann Aktien mit guten Superlativen kaufen, wie gerade besprochen, und dann natürlich Glück haben, dass es dann jetzt zu einer Silberrallye kommt. Aber ich würde mal einfach vermuten, im Gegensatz zu der Rallye von in den 1970er Jahren sind Goldaktien im Verhältnis zu Gold und Silberaktien natürlich auch im Verhältnis zu Silber überproportional niedrig bewertet. Viel niedriger bewertet hier als in den 1970er, 80er Jahren. Das sehen Sie hier an diesem Chart. Das stellt hier das Verhältnis von Goldaktien und Gold dar. Das ist eine Ratio. Und das war früher vor 1986 strukturell immer im oberen Bereich. Und jetzt ist dieser gesamte Gold- und Silberaktienmarkt völlig dezimiert worden. Völlig dezimiert. Das heißt, aus meiner Sicht übersetzt, Gold muss gar nicht viel steigen, um eine Monster-Gold- und Silberaktien-Rallye à la 1970er Jahren auslösen zu können. Das würde halt bedeuten, vermutlich wird dieser 20-jährige Bärenmarkt in einen riesigen, riesigen, rasch nach oben beendet. Dann geht es, sage ich mal, hier in den Mittelpunkt. Und wie das dann so ist, wenn es mit solcher Dynamik hochgeht, geht es vielleicht noch weit drüber hinaus. Und das sind eigentlich die Zutaten zu einer riesigen Gold- und Silberaktien-Rallye. Die gibt es natürlich mit Vorhersagen, das weiß auch keiner wirklich, aber meines Erachtens ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es A, jetzt Gold sich über 2000 Dollar dauerhaft etabliert, dann erwarten die Investoren langfristig auf 3, 5 oder sogar 10.000. Das reflektieren dann diese Goldaktien. Sie sind überproportional niedrig bewertet. Silber dasselbe wird vermutlich Richtung irgendwie 50 Dollar steigen. Also Keith Neumeyer, glaube ich, hatte zu Gold gesagt, dass es dieses Jahr 3.000 gibt. Gut, da sollte man nicht so viel drauf geben, aber dass wir vor einem Anstieg stehen und dass es auch wirklich enorme Probleme gibt, das Silber zu diesem Preis zu beschaffen auf der COMEX, und das ist eine Realität. Also und wir müssen natürlich investieren, bevor diese Anpassung kommt. Also meiner Meinung nach eine absolut einmalige Situation, die auch wirklich nicht oft stattfinden. Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko das Ganze zu sortieren, den Potenzialfaktor von Gold- und Silberaktien zu berechnen, der sich dann aus dem Grad des Goldes, dem Länderrisiko, Anzahl der Unzen zusammensetzt. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Also, was kauft man, wenn der Boom vorbei ist? Sie müssen sich bewusst machen, 1980, also am Höhepunkt dieser Goldaktien-Rallye etc., wenn wirklich, also im Grunde genommen waren da, glaube ich, 20 oder 26% der weltweiten Kapitalien in Gold. Heute sind es 1%. Also Sie sehen, dass der ganze Sektor hat noch ein bisschen zu wachsen. Aber wenn denn alle Energie in Gold und Silber ist und völlige Goldaktien-Silberaktien-Mania ist, 1980 wäre es dann das Klügste gewesen, die Gewinne dann im Grunde genommen in den normalen Aktienmarkt zu investieren, zum Beispiel Top-Fonds kaufen oder eben auch Zukunftstechnologien, was natürlich schwieriger bei der Auswahl ist. Aber im Grunde genommen wäre es eigentlich das Klügste damals gewesen, diese Goldaktiengewinne mitzunehmen und dann zum Beispiel Berkshire Hathaway oder andere Top-Fonds zu machen und die für Jahrzehnte halten. Gold und Silber und Goldaktien waren da für 20 Jahren sozusagen einfach kein sinnvolles Investment. Das wurde dann wieder im Grunde genommen ab 2000 wieder interessant. Und so wird es auch diesmal sein. Also im Grunde genommen mit Goldaktien, diesen Inflationsexzess maximal ausnutzen und ja, dann einfach Top-Werte dafür dann kaufen. 1980 wäre es die richtige Wahl gewesen. Ich weiß, wir haben nicht dieselbe Situation. Wir müssen eher möglicherweise unser physisches Material sichern, weil es möglicherweise heftige Eruptionen in diesem ganzen Bankenbereich geben kann. Das ist klar.
aber trotzdem dürften sich früher oder später dann am Gold- und Silberhöhepunkte auch wieder normale Aktien, ja, Aktienopportunitäten dann ergeben. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat. Vielleicht auch die Glocke betätigen, dann werden Sie sofort informiert über neue Videos. Vielleicht ein Like geben, dann wird auch das Video anderen potenziell an dem Thema Interessierten auf YouTube vorgeschlagen. Mein besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.